Servus und hallo YouTube, herzlich willkommen in Ungezeim in Franken. Ja, wir machen heute so ein kleines Update, bevor dann heute Abend der Livestream, denke ich, dann anfängt. Also ich nehme das ja schon einen Tag vorher auf. Dazu gibt es ein kleines Update. Ja, folgendes. Wir haben die Kühe schon mal ein wenig gefüttert. Die Ballen soweit schon mal weggeräumt. Ich habe schon mal gewickelt, deshalb steht der Wickler hier. Des Weiteren habe ich auch noch den Schwader, den Eingreiselschwader ausgetauscht gegen einen Zweigreiselschwader. Ist aber auf jeden Fall noch ein relativ kleiner. Aber ich habe schon wieder ein Problem. Ich kriege nirgendwo in eine Halle rein. Ich muss nachher nochmal suchen, wo der reingeht. Der passt selbst in diese Halle nicht rein. Dafür ist er zu hoch. Die Kreisel kann man nicht einzeln absenken. Schade. Des Weiteren habe ich hier noch ein wenig umgeräumt. Sprich, den Kipper, den wir haben, der war hier drin. Den habe ich jetzt aber hier in die Remise gefahren. Ja, weil den Weg muss ich mir ja frei halten. Da habe ich einen Denkfehler erst gehabt. Sonst kann ich ja hier keine Erntegüter aufladen. Den Ladewagen habe ich momentan nochmal hier reingestellt. Ja, die Gerätschaften stehen hier schon parat, weil wir müssen nochmal mähen. Wie gesagt, hier die Ballen habe ich soweit schon mal alle hier hinten hingeräumt. Ich muss mal gucken, wo wir die dann dementsprechend lagern können. Da mache ich mir nochmal Gedanken. Dann habe ich hier soweit eigentlich fast alles weggemacht. Es gab drei Ballen. Einen habe ich schon verfüttert, also Silage. Man sieht das ja hier. Die habe ich auch gewickelt. 4000 Liter. Hier auch nochmal 4000 Liter. Und hier drüben, das waren die 1, 2, 3, 4, 5. Da ist auch einer schon verfüttert, dass die Kühe erstmal was haben. Ja, und dann liegt noch an, das kann ich auch noch kurz zeigen, bevor wir dann wirklich noch einmal mähen. Wir haben nämlich noch eine große Wiese. Hier drüben die Wiese muss ich noch wenden. Hier werden wir nochmal Heu machen von der kleinen. Und dann haben wir hier vorne das Riesenstück. Da geht es jetzt gleich zur Arbeit. Und hiervon würde ich Silage machen. Muss ich mal gucken, ob ich da Silage ins Fahrsilo fahre. Wäre natürlich angebracht. Ja, hier in das Fahrsilo. Dann hätten wir auch keine so großen Wege bis hier vorne zum Stall. Und dann müssen wir mal gucken, falls wir uns dann wieder Geld generieren können irgendwo durch Verkauf. Da muss ja auch noch was weg. Kann ich auch nochmal auf der Karte zeigen. Wie gesagt, die 71 muss noch gemacht werden. Und dazu kommt noch die 75, die muss noch geerntet werden. Dieses Feld haben wir noch. Die 11, die 37 ist schon weg. Ja. Und hier die 75 muss auch noch. Das ist Hafer. Nicht täuschen lassen. Hiervon, das hatten wir uns gekauft. Das war zum Zeigen, dass diese Höfe soweit nicht aufgehen. Das Geld werde ich dann wieder zurücküberweisen, wenn ich die verkauft habe. Nur, dass da kein Missverständnis aufkommt. Wie gesagt, das war noch aus dem Livestream. Die zwei Sachen hier, die haben wir damit generiert, um zu zeigen, dass dieser Wert noch eingetragen werden muss, damit man, wenn man einen Starthof gekauft hat und will noch auf dem Schweinhof oder woanders spielen, dass wir den auch noch nutzen kann, weil sonst gehen nämlich die Türen nicht auf. Da habe ich aber diese Datei bei mir auf dem Discord gestellt. Wenn das einen interessieren sollte, kann der die auch noch bekommen, beziehungsweise würde ich es dann in den Kommentar unter die Frage dann drunter machen. Wie gesagt, wenn einer die Datei haben will, was geändert werden muss in den Items, in den Datei. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir mal zu, dass wir mal ein bisschen mähen. Wie gesagt, das werden wir heute sowieso hier in dem Let's Play nicht schaffen. Und den Rest, würde ich sagen, das wird dann logischerweise
im Livestream dann kommen. Wie gesagt, das wird heute eine kurze Folge und so werde ich es da auch dann, denke ich, in einen Tag später dann auch machen, wenn dann das nächste Projekt dann so weiterläuft. So, also geht's erstmal auf die 75. Sah auch auf dem Übersichtsplan, auf der Map gar nicht so groß aus, ist aber auch, glaube ich, ein richtig großer Brocken. Lass mal gucken, irgendwo hier war die Einfahrt. Jawohl, hier ist sie. Wir schalten schon mal runter. 15, das ist okay. Vorne mal ausklappen. Macht er. Dann gehen wir gleich mit der Drehzahl ein bisschen hoch. Dann mähe ich mir jetzt erstmal ein Stück frei hier. Pfosten komme ich noch vorbei. Jawohl. Ist soweit, okay. Dann können wir das Heckmähwerk nämlich auch. Jawohl. Gummi. Ja, wie gesagt, das ist ein Riesenstück hier. Das hatte ich mir eigentlich gar nicht so groß vorgestellt. Aber denke ich, kriegen wir auch hin. Wie gesagt, das nächste Problem, was wir hier hatten, ist auf jeden Fall der Zweikreiselschwader. Die Hallen sind hier von der Höhe nicht ganz freundlich für diese Geräte. Und ihr habt ja auch gehört, der Butarino hat auch gesagt, am Hof die eine Wiese, die war gar nicht zum Mähen gedacht, aber man kann sie mähen. Und wie gesagt, und wenn man nur davon, sage ich mal, für die Kühe Gras so weit mäht mit dem Frontmähwerk und macht mit dem Ladewagen ein bisschen was, dann hat man zumindest Futter bei den Tieren. Wir haben es jetzt logischerweise, ja, das geht aber gut, ja, zu Heu bzw. Silageballen gemäht und auch dementsprechend gepresst und dann auch noch gewickelt. Aber ich sehe gerade hier hinten, aber das ist auch blöd, kann man da hinten noch reinfahren? Müssen wir hier mal gucken. Hier ist auch noch, ja, hier ist auch noch eine Einfahrt, aber die sitzt etwas zu weit hinten. Da muss ich ja jedes Mal durchs Gras fahren. Das ist etwas blöd, aber wie gesagt, könnte man so machen, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Ah, die sieht etwas höher aus, muss man mal probieren. Könnte man hier notfalls das auch noch hinstellen, ansonsten haben wir auch noch eine Halle. Ja, das ist ein Riesenteil. Das hatte ich gar nicht so groß auf dem Schirm hier. Also das kriegen wir auf jeden Fall nicht in der Folge gemäht. Das muss ich dann den Rest, denke ich mal, offline machen. Ja, und wie gesagt, die Bäume stehen auch immer relativ dicht hier drin. Also das ist schon ganz cool gemacht. Wie gesagt, die Karte hatte sowieso Flair. Und wenn man überlegt, dass die wirklich nur 267 MB hat, finde ich das... Das wird zu eng von der Kurve. Finde ich das aber auf jeden Fall sehr gut, was hier gemacht worden ist. Man muss ja auch bedenken, die ist ja auch ohne die Horse Extension auf der Konsole spielbar. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass Maps rauskommen, die auch konsolentauglich sind. Einzige Problem ist logischerweise, Skripte und sowas sind ja nicht erlaubt. Leider auf der PlayStation bzw. auf der Xbox. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen ausholen. Und noch mal ein kleines Stück zurück. Das ist jetzt der Pfosten. Aber trotzdem, das ist ein Riesenteil. Ich glaube, das gibt einiges an Silage. Da kann man auch was im Livestream dann machen. Da können wir ein paar Stunden mal mit unserem
Oettinger Ladewagen hier die Silage bergen. Und auf jeden Fall muss ich hier jetzt zusehen, dass ich nicht mehr so lange warte wie im Livestream, dass das dann so extrem nachwächst. Oder ich muss die Wachstumsstufen mal ausschalten. Mal ein Stück zurück, dass wir hier schön die Kurven kriegen. Ja. Wie gesagt, ganz so eng möchte ich nicht dran fahren, weil hier ist ein überall Koppel, Pfähle und Stacheldraht. Ich glaube, der Stacheldraht hat keine Kolli, aber die Pfähle haben auf jeden Fall Kollision. Ah, gehen wir jetzt auch mal hier etwas großzügiger, dann brauche ich nicht nochmal um. Nee, es schiebt mich aber auch immer wieder mal so ein Stückchen schräg. Oh, ich habe die erste. Okay, dann hat man aber wieder mal die Fruchtzerstörung gesehen. Ja, es ist komplett ungewohnt für mich. Die ganze Zeit war nur Livestream. Aber ich habe ja gesagt, ich mache auch wieder mal so eine Folge, dass auch auf jeden Fall die Grafik etwas besser ist. Habe ich denn das ganze Mähwerk die ganze Zeit nicht unten gehabt? Schande über mein Haupt. Ja, dann mähen wir jetzt nochmal die erste Spur hier. Hinten habe ich hoch, dass wir nicht nochmal durchmähen. Ja, ich habe wirklich... Das tut mir jetzt wirklich leid. Das war keine Absicht. Ich dachte, ich hätte das unten. Habe ich es denn hier wenigstens auch nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, also ich habe es komplett nicht unten gehabt. Ich habe das nicht gesehen. Ja, wo habe ich denn das dann eingesetzt? Gibt's ja gar nicht. Hier habe ich es eingesetzt. Schande, Schande. Ja, okay, dann fahren wir hier jetzt die Anfang der zweiten Spur nochmal weiter. Also auf jeden Fall ist das ein riesiges Teil hier. Also ich denke mal, da kriegen wir einiges an Silage zusammen. Das heißt, wir können auch hier einige Ladewagen in das Fahrsilo reinfahren. Silageballen habe ich soweit schon mal. Das heißt, die Grundversorgung für die Kühe haben wir schon mal. Ich muss auch noch mal gucken. Ich habe mir die Übersicht von dem Oberleitnerstall mal angeguckt. Also du kannst oben auf jeden Fall Ballen lagern. Die haben aber geschrieben, dass man maximal, glaube ich, 6 Ballen. Ich denke, dass die von Rundballen da ausgehen. Die kann man lagern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Fütterung da nutzen kann, obwohl da ein schraffiertes Feld davor ist. Das eigentlich heißt, hier kann man abkippen. Ja, Wasser müsste auch, ich habe mir das angeguckt, das ist so erklärt, Wasser müsste da auch reingehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn hier zwei Kühlställe sind. Ich habe auch geguckt, ob man da Kühe an sich reinbekommen würde. Aber das sieht eher nicht so aus. Ein kleines Stück geht noch. Ja, wie gesagt, das Gras sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus, muss ich sagen. Das sieht
auf jeden Fall wesentlich echter aus als im Standard. Ja. Na, langsam sieht man, dass wir was gemäht haben. Und wie gesagt, das ist jetzt nur die Vorbereitung dann. Ich denke mal, wenn wir im Livestream hier 2 Stunden dann mal so investieren können, dann können wir auch drüben noch die andere Wiese so weit wenden, dass die zumindest einmal zu Heu wird. Und hier müssen wir auf jeden Fall einmal wenden, wenn wir es in das Fahrsilo fahren. Ansonsten haben wir nämlich hier nur Wetgras und das kriege ich in keinem Fall ins Fahrsilo. Zum Pressen würde es funktionieren. Pressen nehmen auch das Wetgras, aber logischerweise Horse Extension, nicht das Fahrsilo. Also einmal müssen wir es auf jeden Fall wenden. Und das kriegen wir, glaube ich, hin. Und dann muss es einmal geschwadet werden, logischerweise. Und dann können wir schon mal gucken, wie viel davon ins Fahrsilo reingeht. Ich kann mir jetzt die Menge hier so nett ungefähr ableiten. Ich sehe nur, dass das eine riesig große Wiese ist. Aber das schauen wir uns dann mal an, wenn es soweit ist. Ja, da wünschte man sich, man hätte einen Big M, ne? Oder zumindest ein Butterfly. Also das kann man hier fast auch schon wieder benutzen, aber von der Technik her, so große Schlepper habe ich nicht. Aus dem Grund werden wir weiterhin, denke ich, hier mit Heck- und Frontmähwerk mähen müssen. Ist aber auch zu schaffen. Ist halt immer so eine Sache, wie lange sowas dauert. So, würde ich sagen, eine Runde packen wir hier, denke ich, noch. Ja, das ist schon einiges. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall gibt das Silage. Und dann muss auch noch der Hafer runter. Den müssen wir auch noch gucken. Und dann werden wir auch wieder, ich habe nämlich jetzt hier schon wieder einiges an Geld ausgegeben. Der Zweigreisel-Schwader war dann logischerweise mehr als, ich meine, es wäre als 15.000 Euro, ne? Ja, 15.000 Euro teurer mit Verkauf eingerechnet. Und da müssen wir wieder zusehen, weil wir brauchen ja auch Saatgut. Da habe ich, glaube ich, noch gar noch nicht viel gekauft. Da werden wir auch noch was brauchen, Dünger. Und dann muss ich auch noch mal gucken, von Kalk weiß ich auch noch gar nicht, ob irgendwas gekalkt werden muss. Aber normalerweise glaube ich nicht. Ja, ich gucke jetzt auch immer wieder nach hinten. Muss mich erst wieder mal dran gewöhnen, hier in Innansicht zu fahren. Wie gesagt, die ganze Zeit immer Außenansicht gefahren für oder im Live-Chat wegen dem Lesen. Das entfällt heute so ein bisschen. Fehlt mir aber auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber hat auf jeden Fall immer noch einen super Sound. Der 500 Fan vom Bayern Agrar. Haben sie schön gemacht. Also wie gesagt, die eine Runde nehmen wir jetzt noch mit. Und dann denke ich, wird es erstmal gut sein für heute. Und dann gucken wir mal, was wir dann im Anschluss im Livestream machen. Ich denke aber, ich werde das dann noch off-Kamera so mindestens schon mal mähen, sonst wird das hier so eine Himmelarbeit.
Und die wird ewig lang dauern, weil es muss ja, wie gesagt, einmal noch einmal mindestens gewendet werden hier und zumindest dreimal, dass das andere Feld noch die Wiese Heu wird. Wir könnten aber auch mal hier mal reinstechen. Ich sehe das nämlich gerade, das kommt nämlich fast hin. Ungefähr mal so gucken, anpeilen. Und dann können wir das Restliche hier drüben dann auch noch einfach so mal raus. Müsste sowieso mal nach innen mähen, wenn wir hier jetzt die Reihen haben. Und dann von innen nach außen. Wegen den Rehen. So, Bremse. Und weiter geht's. Sehr gut. Ja, müssen wir vielleicht doch mal gucken. Vielleicht ist die Halle doch hier höher. Oder täuscht das, ne? Die könnte eine ganze Ecke höher sein. Ansonsten kommt im schlimmsten Fall der Schwader hier hinten rein. Aber wir haben ja noch eine Möglichkeit, aber ich glaube, das war die gleiche Halle von der Größe und vom Typ her, wo der Mähdrescher so weit drin steht. So. Dann fahren wir jetzt hier noch die Runde und dann denke ich, machen wir erstmal heute so weit, jetzt erstmal hier in dem Zwischenstep Schluss. Spuren auch hier nach vorne. Ah, das ist genug Arbeit auf jeden Fall. Kann sich doch sehen lassen, oder? Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Okay, machen wir erstmal Schluss. Wie gesagt, könnt ihr euch angucken. Die Folge kommt auf jeden Fall morgen früh gleich hoch. Und im Anschluss, wenn ihr die geguckt habt, sehen wir uns morgen spätestens 8 Uhr, denke ich mal, hier wieder auf der Ungensheim. Und dann können wir den Rest machen. Silage, Heu. Und wenn es noch klappt von der Zeit, denke ich, kriegen wir auch noch den Hafer runter. Okay, wir sehen uns später. Servus, tschüss und macht's gut, ich bin raus.